Ja, lutsch mir doch die Achselhaare. Die Straße ist ja glatter als die Glatze meines Vaters. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, das gibt's doch nicht. Sag mal, geht denn heute alles schief oder was? Ich hab doch gerade erst hier aufgeräumt. Wieso liegt denn das schon wieder Müll? Das ist ja widerlich. Und ich tritt auch noch direkt rein in die Scheiße, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, das ist ja total eklig. Mittagsschlaf machen jetzt. Mittag vor, oder wer ist das? Widerlich. Was geht? Was geht ab, Raphaelus Reyes? Back, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Meine Nase läuft wieder wie so ein richtiger Marathonsportler. Also ich muss auch sagen, ey, nachts ist es definitiv kälter als draußen. Ich hoffe, ich den Arsch abgefroren. Ich habe heute auf jeden Fall ein richtig geiles Video geplant. Ihr seht schon, der Felix ist wieder neben mir am Start. Wir werden heute eine Challenge drehen. Ist schon wieder lange her. Und zwar heißt die Challenge, drück nicht den falschen Knopf. Ich sag mal so viel, dass ich noch nichts sage. Es wartet auch noch eine Rakete auf uns als Bestrafung. Also, okay. Das ist auf jeden Fall das begehrte Stück. Echt jetzt oder was? Ja. Das hier ist der Game Master, um den dreht sich später alles. Ich bin der Game Master. So sieht das auf jeden Fall dann gleich aus. Bloß mit weniger Leuten, weil ich habe A, keine Freunde und B, nur einen Bruder. Ja, leck mich am Arsch. Es gibt verschiedene Levels. Also es wird immer schwieriger und lustiger. Spielregeln. Ja. Drückt einen Buzzer, um eure Spielerfarbe zu wählen. Drückt den grünen oder den roten Buzzer, um zu antworten. Wenn ihr richtig drückt, dann erhaltet ihr einen Punkt. Wenn ihr falsch drückt, dann verliert ihr 2 Punkte. Junge? Ja? Was machst du da? Ja, mir ist kalt. Aber warum stehst du in der Ecke? Ja, weil hier wärmer ist. Was? Wieso das denn? Ja, weil wir hier 90 Grad haben. Seid ihr bereit, Leute? Yes! Ich drücke in 3, 2, 1. Ja, da passiert ja gar nichts. Oh. Hallo allerseits. Morgen! Bitte wählt jeder eine Farbe und drückt auf euren Buzzer. Okay, ich werde euch ein paar irre Sachen erzählen und ihr entscheidet dann, stimmt's oder stimmt's nicht. Jeder von euch beginnt mit 20 Punkten. Oha! Runde 1. Also es geht nach Schnelligkeit. In dieser Runde entscheide ich, wer antwortet. Stimmt's oder stimmt's nicht? Der Gepard schafft ca. 100 Stundenkilometer. Spieler Pink, was denkst du? Er hat mich gefragt. Ja, ich warte, lass dir Zeit. Na. Nein! Zu spät. Stimmt's oder ist er richtig gewesen? Wenn man einen Goldfisch in einem dunklen Raum hält, verliert er irgendwann seine Farbe. Spieler Blau, wie lautet deine Antwort? Hä, nein! Oh. Ah. Diese Behauptung stimmt. Was? Ja, Raffi! Stimmt's oder stimmt's nicht? In Japan gilt es als unhöflich, auf der Straße zu essen oder zu trinken. Da gibt's doch diese ganzen Streetfood-Dinger. Also nein! Oh. Mann! Das war eine Tatsache. Du verlierst 4 Punkte. Tatsache ist, dass du ein Spacko bist! Heißes Wasser gefriert schneller als kaltes. Spieler Pink, was denn? Das hat ja gewusst! Das ist so gemein! Ja, das stimmt. Das ist auch in deinem letzten Video oder so. Ja, das habe ich sogar in einem Video mal erzählt. Wie asozial. Der Eiffelturm sollte bald nach der Erbauung wieder abgerissen werden. Spieler Blau, wie lautet deine Antwort? Wieso kriege ich immer die schweren Antworten? Keine Ahnung, nee, stimmt nicht. Oh. Mann! Man kann 2 Wochen ohne Schlaf auskommen. 2 Wochen? Oh. Nein, du hättest ja gesagt. Ich hätte ja gesagt. Ganz genau. Nicht ablenken lassen. Bei der nächsten Frage werden die Punkte verdoppelt. Das Brüllen eines Löwen kann man 8 Kilometer entfernt noch hören. 8 Kilometer, ja. Was? Ja! Du bekommst 2 Punkte. In Guatemala dürfen Männer keine älteren Frauen heiraten. Spieler Pink, wie lautet deine Antwort? Ja, das ist richtig. Oh. Nein, dann. Krokodilstränen schmecken süß. Ich weiß nicht, ob das ein Sprichwort ist, aber ich glaube schon. Oh. Das war geschwindelt. Mann! Eine richtige Schwindel. Ja, okay, wie dumm eigentlich. Spieler Blau, du hast 12 Punkte. Spieler Pink, du bist in Führung und hast 19 Punkte. Oha! Von jetzt an müsst ihr eure Buzzer drücken, wenn ihr antworten wollt. Jetzt wird's spannend. Deutschland hat ca. 60 Millionen Einwohner. Stimmt nicht, 80 Millionen, 83 oder so. Im Mittelalter trugen Ritter einen Milchzahn als Glücksbringer um ihren Hals.
Ja! Starbuck ist ein Charakter aus dem Buch Moby Dick. Nein. Oh. Fuck, ja! Der macht Kaffee? In der nordischen Mythologie gibt es einen Skigott. Ah, was? Ein Skigott? Nein! Nein! Zeit ist abgelaufen. Bei der nächsten Frage geht es nicht darum, wer schneller ist, denn ich möchte, dass jeder von euch eine Antwort gibt. Oh, no. Stimmt's oder stimmt's nicht? Die Tradition des Weihnachtsbaums kommt aus Deutschland. Spieler Blau. Ja, wieso bin ich der Erste? Ja. Spieler Pink. Oh. Wie lautet deine Antwort? Nein. Das stimmt wirklich. Ja, verdammt! Mandeln gehören zur Familie der Nüsse. Oh. Nein! Auf den Tisch. Einstein war schlecht in Mathematik. Ich glaub schon. Oh. Mann! Ja! Kraken haben drei Herzen. Stimmt. Spieler Blau, du glaubst, es ist eine Tatsache. Dann lass uns mal nachsehen, ob die anderen Spieler das auch glauben. Wenn jemand denkt, dass Spieler Blau falsch liegt, dann muss er seinen eigenen Buzzer drücken. Das war eine Tatsache. Was? Spieler Blau. Drei Herzen? Bist du richtig? Ja! Arachnophobie ist die Angst vor Spinnen. Nein. Oh. Was? Ja. Ich hätte auch nein gesagt. Stimmt. Das menschliche Skelett besteht aus mehr als 200 Knochen. Ich würde sagen ja. Yes. Korrekt. Die Teilnehmer der Olympischen Spiele der Antike wurden mit Lehm eingerieben. Ja. Oh. Nein. Du glaubst aber auch alles. Das Fernsehen wurde vor dem Radio erfunden. Nein. Mann. Alle IKEA-Teppiche hatten schwedische Namen. Nein. Nein. Oh. Was? Das war eine Tatsache. Jetzt hol ich wieder auf. Viele amerikanische Wolkenkratzer haben keinen 13. Stock. Ja. Mann, das habe ich irgendwann mal gehört. Ich bin immer zu spät. Okay, Spieler Blau, du hast 6 Punkte. 6 Punkte. Spieler Pink, du bist in Führung. Nein. Und hast 12. Was? Was? Wassermelonen wachsen auf Bäumen. Nein. Hä? Die größte Jesus-Statue der Welt steht in Brasilien. Ich glaube, nein. Oh. Nein! Ich hätte auch ja gesagt. Konzentriert euch. Ihr könnt bei der nächsten Frage die dreifache Punktzahl gewinnen. Oh, okay, das muss ich jetzt schaffen. Katzen können besser hören als Hunde. Ja. Nein! Man denkt besser, wenn man den Kopf nach links kippt. Nein! Scheiße. Es ist unmöglich, auf dem Kopf stehend zu pfeifen. Ich weiß es nicht. Oh. Nein! Ja. Flöhe können 100 Mal so hoch springen, wie sie groß sind. Ja. Hör halt auf! Kamele können bis zu 4 Jahre ohne zu trinken überleben. Ich glaube 4 Jahre nicht. Lange, aber nicht 4 Jahre. Jetzt, ich war ganz schnell. Mann! Ja, 4 Jahre wäre auch krank. Spieler Pink, yes. Du bist offensichtlich nicht in Topform. Dornröschen wird von einem Prinzen wach geküsst. Ja. Boah, wie asozial! Elefanten können bis zu 150 Jahre alt werden. Boah, ich weiß. Nee, nee. Nein! 150 wäre zu krass. Hättest du ja gesagt? Da nee, ich hätte auch nein gesagt. Ganz genau. Klaustrophobie bedeutet Platzangst. Nein! Ja! 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 Warte, ja! Zuerst! Curlingsteine werden meist aus Blei hergestellt. Spieler Pink, puh. Was sagst du? Nicht hinschauen. Spieler Blau. Curlingsteine aus Stahl. Nee. Das Blei. Das war Geschwindel. Ja, gut. Spieler Blau. Spieler Pink, das macht einen Punkt. Auf der größten Wasserrutsche der Welt kann man über 100 Kilometer pro Stunde erreichen. Nein. Oh. Nein, komm schon! Yeah. Die Sphinx hat einen menschlichen Kopf und den Körper eines Adlers. Nein. Boah, es war knapp. Coca-Cola wurde früher als Medizin verkauft. Nein. Oh. Ja, was? Diese Behauptung stimmt. Wie krass. Tut mir leid, Kumpel. Wie krass ist das denn? Nein. Das Spiel ist jetzt vorbei. Alter Schwede, das war ja mal ein knappes Rennen. Ich würde sagen, jetzt entscheidet sich, wer die Rakete abschießen darf und wer das Ziel ist. Mit einem Flaschenwurf, Leute. Wir machen so oft hin und her, bis der Erste quasi verkackt. Ah, krass. Du fängst an. Ja! Komm schon! Nein! Okay. Nein! Das gibt's doch nicht! Yes! Ich bin ja so
gar keinen Bock, Mann. Macht das auf keinen Fall nach, Leute, ja? Vor allem, das Ding kann einfach bis zu 30 Meter hochfliegen. Wir haben hier eine Distanz von 2,5 Meter, Alter. Die Bestrafung, beziehungsweise für dich eher Belohnung, besteht darin, dass ich mir jetzt gleich so einen Becher aufziehen muss und du hast 3 Versuche, mir den quasi runterzuballern. Top, die Wette gilt. Denk an eine grüne Wiese, auf der... Ah! 3, 2, 1. Nein! Hä? Wow! Du hast mich voll gestreffen, Alter! Nein! Wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt es unbedingt ein Däumchen nach oben. Wenn wir uns riesig drüber freuen, gerne auch kostenlos abonnieren. Ist natürlich kostenlos. Hinterlasst auch gerne ein nettes Kommentar. Die werden wir jetzt gleich durchlesen. Gerne auch beim Jonas vorbeischauen, der hat Instagram. Und ich würde sagen, wir sehen uns sehr bald schon wieder im nächsten Video. Haut rein, genießt euer Leben und tschüss!